Nach dem Luftduell mit Werners Thomas Delany, dessen Ellenbogen ihm zum Verhängnis wurde, hielt Fabian Lustenberger noch ein bisschen durch. Doch nach 22 Minuten war der Arbeitstag für den Schweizer bei Herthas Gastspiel am Samstagabend in Bremen, 0:0, beendet. Am Sonntagvormittag folgte die erwartete Diagnose. Leichte Gehirnerschütterung. Lustenberger müsse ein paar Tage beobachtet werden, sagte Hertha-Trainer Pahal Dardai am Sonntag. Ob das 3 Tage oder 10 Tage dauert, entscheiden die Ärzte. Anführungszeichen. Damit droht im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag der Ausfall des Routiniers. Der für ihn eingewechselte Jordan Torunariga war in Bremen bester Berliner Feldspieler und dürfte auch gegen Hoffenheim erste Wahl sein. Neben Lustenberger kam auch Arne Meyer nicht ohne Blessur davon. Der Mittelfeldspieler erlitt einen Schlag aufs Sprunggelenk und muss mit dem Training aussetzen. Hoffnungen auf ein schnelles Comeback von Michael Weiser, muskuläre Probleme, dämpfte Dardai derweil am Sonntag. Beim U21-Europameister werde es noch ein bisschen dauern, erklärte der Coach. Anführungszeichen. Ich will da keinen Zeitdruck machen. Damit bleibt der in Bremen in die Startelf gerückte Peter Pekarik vorläufig erste Wahl als Rechtsverteidiger. Ob Stammkeeper Rune Jahrstein, Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, gegen Hoffenheim dabei ist, ist noch offen. Am Montag steht ein Belastungstest für den betroffenen Muskel an. Sollte der Norweger den beschwerdefrei überstehen, ist für den Dienstag seine Rückkehr ins Mannschaftstraining geplant. Sowohl gegen Dortmund, 1:1, als auch in Bremen hatte Jahrsteins Vertreter Thomas Kraft eine starke Leistung abgeliefert. Auf der Bank saß im Weserstadion Dennis Marsch. Jonathan Klinsmann, in der Vorwoche gegen Dortmund im Kader und in der zurückliegenden Trainingswoche in einigen Spielformen mit unglücklichen Momenten, hatte seinen Platz ans Marsch verloren und am Samstag bei der U23 Spielpraxis bekommen. Beim 6:1-Testspielsieg des Regionalliga-Teams gegen Oberligist SC Staaten bekam Klinsmann nicht sonderlich viel zu tun. Außer Klinsmann kamen auch die Profis Julian Schieber, der 2 Tore erzielte, und Maximilian Mittelstädt im Team von Ante Kovic zum Einsatz.